Einen herzlichen guten Abend zu einem neuen DFA-Format. Ich freue mich sehr auf die Exhibition Challenge. Nachdem die Editing Challenge so ein großer Erfolg war, wo wir zwei verschiedene Ansätze einer Problemlösung diskutiert haben, nämlich wie macht man ein Fotobuch-Dummy, geht es heute um eine Ausstellung. Wie präsentiert man ein und dieselbe Arbeit in einem Ausstellungsraum? Wir haben zwei Teams, einen Ort. Ort, für den die Ausstellung konzipiert wird, ist das Foxy. Und damit gebe ich weiter zu Ingo Taubhorn, unserem Präsidenten, der ja auch Kurator des Hauses der Fotografie in Hamburg ist und als solches das Foxy ja bespielt und als Hausherr sich mit der Location bestens auskennt. Ja, und damit würde ich dich bitten, alle vorzustellen, Ingo. Ja, herzlich willkommen hier zum Format. Vielleicht sei gleich sofort irgendwie gesagt, dass Andreas Trogisch uns sozusagen digital in den Space des Foxys führen wird. Das Foxy, ein temporäres Haus der Fotografie, besteht aus 50 Containern. Im Inneren haben wir einen White Cube. Wir haben kurz vorher darüber gesprochen, das Haus der Fotografie hat ja eine große Geste des Raumes. Das Foxy ist kleiner am Anfang. Habe ich gedacht, das ist wunderbar. Man muss nicht mehr groß denken, bis ich dann auch letztendlich vorstellte, auch ein kleiner Raum hat es in sich und muss in gewisser Weise gefasst werden. Deswegen bin ich sehr, sehr darauf gespannt, das Haus den Kuratorinnen und Kuratoren Matthew Schaal, Bertram Kaschek und Alexandra Nappo zur Verfügung zu stellen. Und ich habe die große Freude, das eben halt mit der Arbeit von Valentina Murabito, die jetzt zunächst erst einmal etwas im Hintergrund ist. Wir blicken mal auf die Kuratorinnen und Kuratoren und deswegen würde ich ganz gerne sehr kurz die Kuratorinnen und Kuratoren vorstellen. Ich beginne natürlich mit der Frau Alexandra Nappo. Sie ist Kuratorin für Gegenwartkunst an der Staatsgalerie in Stuttgart. Sie hat promoviert in Italien über Dokumentarfotografie in Deutschland. Das hat mich sehr gefreut. Die Dokumentarfotografie in Deutschland hat ihre Tradition und ist sicherlich sehr, sehr spannend. Könnten wir jetzt auch darüber reden. Sie hat aber am Sprengel-Museum ein Volontariat und eine Assistenz am New Yorker MoMA gemacht. Und zusammen, und das ist mein nächster Gast, den ich vorstelle, mit Bertram Kaschek hat sie den Raum für Fotografie The Gallery, und zwar mit Ä geschrieben, aber hinten noch mit Y, gestaltet sie an der Staatsgalerie Stuttgart. Dr. Bertram Kaschek ist ebenfalls Kurator und Kunsthistoriker. Er hat in Marburg und in Berlin Kunstgeschichte studiert und hat nicht über Fotografie promoviert, sondern über die Landschaftsmalerei bei Pieter Bruegel, dem Älteren. Er ist nicht zuständig für Fotografie in der Staatsgalerie, sondern für deutsche und niederländische Kunst vor 1800. Sicherlich wäre jetzt sofort die erste Frage zu stellen, warum dieses große Interesse an Fotografie, aber das schieben wir ein bisschen irgendwie nach hinten und werden das sicherlich später auch nochmal irgendwie erläutern können. Und unser zweites Kuratorenteam als Einzelteam, Matthew Schaal, ist Kunsthistoriker. Und sein besonderes Interesse gilt der Fotografie, insbesondere des fotografischen Schaffens der ehemaligen DDR. Er ist in London geboren und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir diesmal eben halt einfach diese Challenge auch in Deutsch abhalten können, denn er spricht auch herausragend Deutsch. Er ist Direktor des Departure Lounge Contemporary Art in Luton und er wird auch der Erste sein, der jetzt seinen Entwurf hier vorstellen wird. Aber Matthew, meine Frage an dich ist, was hat dich besonders an der Arbeit Valentina Morabito interessiert? Und was waren in gewisser Weise sicherlich dann auch die Herausforderungen, vor die du gestellt worden bist? Ich interessiere mich natürlich sehr für die
Vergänglichkeit der Bilder für analogen Druckprozesse, Druckverfahren. Und ja, ihre Interesse an den Tierwelt, an den Pflanzenwelt war für mich sehr interessant. Sowohl als auch, ich fand, ihre Arbeit hat einen gewissen Minimalismus dabei, und dass man mit, damit glaube ich, sehr gut in einer solchen Fläche wie der Foxy umgehen kann. Ich glaube, ich kann mehreres in meinem Gespräch begründen. Ich hoffe, dass ich euch alle mehr gebe und bin natürlich sehr gern bereit, danach Fragen zu beantworten. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich würde jetzt sagen, dass wir den Bildschirm freimachen. Andreas, ich glaube, du wirst es bewerkstelligen und werden dann auch den Raum im Foxy sehen. Übrigens vielleicht noch mal ganz kurz irgendwie erwähnt, Foxy, das baut sich sozusagen aus dem Begriff Fotografie mit PH und XX1 als 12er-Zahl, also als 21er-Zahl. Das heißt also Fotografie des 21. Jahrhunderts. Hier sehen wir jetzt sozusagen die Außenansicht des Foxys. Amsel Reile hat dieses Foxy farblich gestaltet. Das haben wir jetzt einfach mal rausgenommen und gehen jetzt sozusagen ins Innere des Foxys. Wie gesagt, über 50 Container. Man kann das hier ganz schön sehen, wie sie zusammengestellt sind. Also wir haben keine Containergröße, sondern letztendlich eben halt ein White Cube, in den wir jetzt hineinschauen. Wir gehen also sozusagen durch den Kassenbereich und dann direkt auf eine Wand zu. Das sind Wände, die man verschieben kann, die den Raum auch nochmal in bestimmter Weise irgendwie aufteilen. Das heißt also, sie hätten nicht zwangsläufig da stehen müssen. Und es gibt, wie man vielleicht sieht, eine zweite Ebene. Unter dieser Ebene ist ein Videoraum, aber auf der oberen Ebene gibt es sozusagen einen weiteren Raum, der dann in zwei kleineren Kabinetten, die auch die Größe eines Containers haben, aber wie gesagt, dem halt nicht die Struktur im Inneren eines Containers hat. Und man kann herein und auch natürlich an der anderen Seite herausgehen. Andreas, ich frage dich mal ganz kurz, weil du dich ja mit den Maßen sehr genau beschäftigt hast und ich selbst eben halt einfach nur weiß, dass eben halt die Höhen im inneren Raum 7 Meter sind. Aber wie viel Quadratmeter hast du jetzt am Ende gezählt? Ich habe das nicht in Quadratmetern, sondern immer in Längenmetern und in Raumhöhen. Also wir haben ja über 7 Meter in diesen ganz hohen. Von der Empore aus sind es 5,20 Meter in der Höhe. Die Container selber, die sind relativ niedrig. Innen drin 2,57 Meter ist die Höhe innen. Ne? Aber das sind alles so Übersee-Standard-Container. Ja. Alle mit dem gleichen Maß. Und deswegen passt das so schön im Raster zusammen. Ne? Mhm. Ja. Übrigens, die anderen Räume, die man jetzt im Vorfeld sieht, das sind letztendlich Büros. Und das war sozusagen die Überlegung, ein Haus gewisserweise zu bauen, was temporär nur in der Zeit, wo das Haus umgebaut wird und danach auch wieder abgebaut wird. Es wird geliebt, weil es eben halt doch den experimentellen Charakter des Mediums unterstreicht. Und Matthew, dein Part. Wunderbar. Ja, ich will also auch kurz sagen, dass nachdem ich mit der Boris ausgemacht habe, ich mache dieses, habe ich auf der, ich mir ist es eingefallen, dass ob schon ich Deutsch spreche und sehr, eigentlich sehr effektiv Deutsch ins Englische
übersetzen kann, habe ich noch nie so mal einen Aufsatz von Anfang an auf Deutsch geschrieben. Also es hat dann auch deswegen etwas länger gedauert, als ich geglaubt habe oder gedacht habe. Aber ich hoffe, ihr könnt alles verstehen und will im Voraus mich um alle kleinen Grammatikfehler entschuldigen bitten. Also das möchte ich ganz sofort irgendwie kommen. Du sprichst so hervorragend Deutsch. Wenn ich so annähernd gut Englisch sprechen würde, würde ich mir selbst auf die Schulter klopfen. Okay, dann gehen wir los. Also wir sind mal kurz durchgelaufen. Und ich will eine Begründung für meine Ideen jetzt euch vorlesen. Und zwar, ich bin von Valentines Arbeiten und um die Themen ihres Projektes Paradise Lost in der Kunstmuseum Erfurt inspiriert. Und um sie zu entwickeln, habe ich meinen Entwurf für Valentina Die Reisen eines Alchemisten, The Travels of an Alchemist, betitelt. Und ich bezeichne Valentina als Alchemistin, weil sie die Schnittstelle zwischen Fotografie und anderen Kunstformen, im Besonderen den Bildhauerei, hinterfragt. Aber auch, weil sie die Biologie, die Evolution von Tieren und Pflanzen, die biomedizinische Wissenschaft, die Landwirtschaft und unseren Umgang mit Tieren untersucht. Auf diese Weise deutet sie in ihren Untersuchungen auf eine Zeit, in der ein geringerer Unterschied zwischen Kunst und Wissenschaft existierte, und der Verweis auf eine solche Zeit, in denen Kunst und Wissenschaft nicht so streng eingeordnet oder auseinandergeordnet waren, erinnert uns daran, dass Koryphäen wie Goethe oder der britische Architekt John Soane und der Pionier der deutschen Farbfotografie Adolf Mieter sowohl künstlerische als auch wissenschaftliche Untersuchungen durchführten. Also Valentin und ich haben im Dezember ein Gespräch geführt. Wir fanden es eigentlich lustig. Sie saß in Sizilien und ich in London. Sie ist Italiener, ich bin Engländer und wir sprachen miteinander Deutsch. Insbesondere die Eindrücke, die ich gesammelt habe und als Leitmotive für meinen Entwurf entwickelt habe, waren ihre Interesse an der menschlichen Wunsch nach Perfektion, die wahrgenommenen Unvollkommenheit der Biologie, der Drang der Natur zu managen und zu kuratieren, der Wunsch, die Welt nach unserem eigenen Bild neu zu gestalten, der Wunsch, die Gaben der Natur zu ernten und der Wunsch, die genetische Programmierung, die Bausteine des Lebens grundlegend zu verändern. Und unter den daraus entstandenen und spezifisch fotografischen Themen mit Relevanz für Valentines Arbeitspraktiken sind Fragen um die Bausteine der Fotografie. Ich bezeichne diese Bausteine immer als die DNA der Fotografie, im wahrsten Sinne des Wortes Licht- und Silbersätze. Trägermaterialien wie Fotopapiere oder in Valentines Fall Holz und Beton. Natürlich auch relevant sind analoge Drucktechniken, Fragen über die Art und Weise, in der Bilder wie Genetik verändert und manipuliert werden können, sind ebenso interessant. Darüber hinaus wäre nach der Instabilität der fotografischen Bildes nachzufragen. Und mit diesen Fragen im Hinterkopf begann ich darüber nachzudenken, wie wir die Welt abbilden und verstehen und wie Ideen und Meinungen, insbesondere im biologischen Umfeld, Autorität gewinnen und sich durchsetzen, auch wenn ihre Ursprünge höchst umstritten sind. Am Anfang dieses Prozesses muss ich an den bemerkenswerten mittelalterlichen Reisebericht The Travels of Sir John Mandeville, auf Deutsch die Reisen von Sir John Mandeville, denken.
Sir John Mandeville war angeblich ein Ritter, der aus St. Albans in Hertfordshire im Süden Englands stammte. Sein Reisebericht, der allerdings wahrscheinlich von einem flämischen Mönch in der Mitte des 14. Jahrhunderts geschrieben wurde, ist eine fantastische Erzählung oder eigentlich eher ein Märchen über Reisen in der Türkei, nach Persien, Syrien, Arabien, Ägypten, Libyen, Äthiopien, Indien, an den malaiischen Archipel und nach China, die im Jahr 1322 angeblich begonnen haben. Es wird angenommen, dass es sich dabei um ein stark verzerrte und geschonte Zusammenstellung von Berichten dominikanischer und franziskanischer Missionäre handelt, die diese weit entfernten Orten besuchten. Im 14. Jahrhundert war der Verkehr von Informationen und der Nachrichten, mit denen die Menschheit versuchte, die Welt zu kartieren, abzubilden und verstehen, leicht gestört und oft falsch dargestellt. Allerdings kann man heutzutage auch fragen, ob auch zeitgenössische Darstellungen, Informationen und Ideen, die durch Bildmanipulation und den Buschtelegrafen der sozialen Medien verzerrt werden können und ob sie darum genauso unzuverlässig sind wie die Bilder und Ideen, die im Mittelalter verkehrten. Auch wenn man behauptet, dass man eine breitere und genauere Weltanschauung besitzen als die Wandergesellen des 14. Jahrhunderts, deuten die Frage, die Valentine in Bezug auf das, was sie fotografiert und die Art und Weise, in denen sie ihre Bilder reproduziert und präsentiert, darauf hin, dass die zeitgenössische Verständnis der Welt ebenso contingent umstritten und den Falschdarstellungen durch Religion, Aberglauben, Gerüchte und Ideologie unterworfen sind, wie sie genau in John Mandevilles Reisen sind. Der englische Dichter John Milton, der in Valentines Erfurter Ausstellung reichlich zitiert wird, verzweifelte an den Bemühungen der Politiker und der herrschenden Klassen, Statusprivilegien und Klientelismus zu nutzen, als er in 1667 sein episches Gedicht Paradise Lost oder Das verlorene Paradies schrieb. Da Miltons Gedicht über 350 Jahre alt ist, könnte man behaupten, dass der Drang, eine Welt nach seinem eigenen Bilde zu schaffen, ein menschliches Grundbedürfnis mit einem uralten Erbe ist. Die Frage, die dieses uralten Erbe stellt und was daraus in unserem heutigen Weltanschauung geworden ist, stehen im Zentrum meines Entwurfs für Valentina. Andreas, können wir hinten zum Eingang reingehen, bitte? Okay, ja, können wir gerne machen. Ja. Also. Hier ist jetzt die Eingangswand ausgeblendet, der Einfachheit halber. Ja. Okay. Und ich wollte dann neben dieser wunderschönen Eingangswand links eine Wandgrafik hängen. Allerdings, dieses habe ich Andreas nicht gegeben, aber ich lese es euch vor. Und das bringt die Fäden meines Entwurfs zusammen. Und diese Wandgrafik soll heißen, in ihrer neuen Installation The Travels of an Alchemist, die Reisen eines Alchemisten, blickt Valentina Mirabito in die Vergangenheit zurück und vergleicht die Bilderzeugung und die Ideenwelt der Vergangenheit mit zeitgenössischen Praktiken und der Verkehr von Ideen und Konzepten in der modernen, digital vernetzten Gesellschaft. Fasziniert von den letztlich unvollkommenen Versuchen der Menschheit, eine dauerhafte Herrschaft über die Welt zu erlangen, unterstreicht ihre Arbeit mit analogen Druckverfahren die historische Instabilität der Bilder und der konzeptuellen Rahmen, durch den wir unseren Platz in der Welt und unsere Beziehung zu den Tier- und Pflanzenwelt verstehen. Insbesondere durch ihren Blick in der Vergangenheit
fordert sie uns darauf, darüber nachzudenken, wie Ideen Autorität erlangen und als Tatsachen präsentiert werden und wie sie als Teil der Welt, der weltweiten kollektiven Bibliographie kanonisiert werden. Insbesondere sollen wir Fragen stellen, wenn offensichtlich in manchen Fällen die Ursprünge dieser Ideen höchst umstritten oder unzuverlässig sind. Dann am vorderen Extrawand, wenn wir das nochmal anschauen können, sehen wir der Ausstellungstitel, The Travels of an Alchemist. Und daneben findet sich ein Bild aus John Mandevilles Reisen. Und das, dieses Großformantiken-Wandbild, drin sehen wir Headless, diese Wesen heißen Headless Blemmies, also Männer mit Köpfen in ihrer Brüsten. Und sie werden in John Mandevilles Reisen geschildert. Und ein begleitender Text wird die mythischen Ursprünge dieser seltsamen, kopflosen Menschen nachzeichnen und vor allem darauf hinweisen, dass ihre Existenz im 14. Jahrhundert als Tatsache dargestellt und in gebildeten Kreisen weithin geglaubt würde. Diese kopflosen Blemmies erscheinen sogar in der Mappa Mundi, einem maßgeblichen Karte der christlichen Welt, die um 1300 erstellt wurde und im Dom von Hereford in England aufbewahrt wird. Weitere Wandbilder von Mandevilles Reisen, die fantastische Tiere und Hundmenschen schildern, werden am Oberkante der Wand links und rechts installiert. Und die bilden dann einen Hintergrund und einen Kontext für Valentines Fotografien. Neben einer konzeptuellen, kohärenten Aufbau war mein Ziel auch das Zusammenspiel zwischen Valentines Werken, die Mandeville bilden, und den von uns rosa gestrichenen Wänden zu ermöglichen, um eine relativ kleine Auswahl von Bildern den Raum beherrschen zu lassen. Auf Englisch zu sagen, I wanted to be sure that Valentina's work would command the space, weil die Fläche groß ist und viel wenig visueller Lärm da im Hintergrund steckt, wie in ihre andere Installationen. Ich bin einigermaßen zufrieden mit was gelungen ist. Also weiter zum Untergeschoss. Am linken Wand ist der erste Abschnitt, die drei Abschnitte der Ausstellung. Und dieses Abschnitt heißt Dominion-Herrschaft. Und am linken Wand geht es von vorne nach hinten mit einer Serie von 5 Bildern, die den Drang des Menschen, die Natur auszubeuten, zu verwalten und kontrollieren, darstellen. Die Serien von Valentines Werke auf den linken und rechten Seite des Untergeschosses werden auf den Extrawänden weiter mit Werke ergänzt. Tut mir leid, ich habe meinen Platz vergossen. Die den natürlichen Ursprung und die industrialisierten Viehwirtschaft verweisen. Auf der hinteren Seite, den vorderen Extrawand, befindet sich das Bild Natura Extinta, um die Vergänglichkeit und Unbestätigkeit allen Lebens zu betonen, und auf der hinteren Extrawand um Ideen der genetischen Ursprünge und Systeme der Landwirtschaft zu betonen, wird die Werke Origine und Magna Referentia sind sie zu finden.
An den rechten Wand finden wir den zweiten Abschnitt. Und das heißt, also Biosphäre-Biosphäre. Und von vorne nach hinten markiert diese Serie von 5 Bildern der Wunsch der Menschheit, die Natur auf genetischer Ebene zu beobachten, zu klassifizieren und in sie einzugreifen. Und dann gehen wir nach oben, zum Obergeschoss. Und diesen Abschnitt heißt The Dying of the Light, Strich das Sterben des Lichtes. Und der Titel dieses Abschnitts befasst sich mit Valentines Interesse an der Vergänglichkeit der Bilder und mit ihrer eher skulpturellen Arbeiten, insbesondere mit den dreidimensionalen, auf Beton oder Holz gedrückten Bildern, mit denen sie den Bezugsrahmen ihrer Fotografie und ihre Bilder selbst zu verewigen versucht. An der Rückwand ist ein letztes Wandbild von Mandevilles Reisen zu sehen. Dieses wie andere Mandeville-Bilder schildert die Versuche in der mittelalterlichen Menschheit, die Welt zu verstehen und zu definieren. Eine Welt, die im Mittelalter bei weitem nicht gesehen und nur vorgestellt werden könnte. Um die Dreidimensionalität zu genießen, befinden sich die großen Teile dieser Werke im Obergeschoss auf Podesten und das große auf Beton gedruckte Werk, das heißt Three Times Sang the Owl, befindet sich im linken Flügel des Obergeschosses und wird ziemlich monumental installiert, Eindruck zu machen. An der rechten Seite des Obergeschosses wollte ich eine Laser-Egg installieren und das kann in den Entwurf jetzt leer bleiben oder beziehungsweise ich wollte dort Bücher zur Verfügung stellen und kontextbezogene Publikationen wie unter anderem The Never Taken Images von 2022 von dem schwarzen Künstler François Daniel Cartier, Moholy Nagy's Reproduktion von 1922, sowohl als auch The Travels of John Mandeville und Kataloge von Valentina selbst ansehen können, um die Bausteine der Fotografie besser zu verstehen und ihren temporären flüchtigen und unbeständigen Charakter zu unterstreichen. Und ich hoffe, dass das nicht zu kurz ist, aber damit bin ich zu Ende. Und ich will gern Boris und Ingo für die Einladung bedanken, Andreas für das wunderbare Exhibition Design, Valentina selbst und meine Kollegin Astrid Köhler an der Queen Mary University in London, die meinen Text durchgelesen hat und korrigiert hat, weil sonst gäbe es viel mehr Fehler, als ich jetzt gemacht habe. Und damit bin ich zu Ende. Also ich hoffe, es war interessant. Matthew, vielen, vielen herzlichen Dank. Wirklich sehr, 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 sehr spannend. Ich würde jetzt auch wirklich sagen, wir gehen gar nicht in die Diskussion, wenn es genehm ist, halten das halt einfach im Hinterkopf fest und gehen jetzt direkt eben halt zu dem Beitrag von Alexandra und Bertram. Bertram, bevor es jetzt eingerichtet wird, nochmal ganz kurz an dich letztendlich die Frage, Landschaft, die Beschäftigung mit deutscher und niederländischer Kunst vor 1800 impliziert nicht unbedingt jetzt das Interesse eben halt an Fotografie, aber in gewisser Weise, woher kommt dein immenses Interesse an der Fotografie, dass du jetzt eben halt einfach mit Alexandra zusammen eben halt den The Gallery halt initiiert hast?
So, ja, vielen Dank auch von meiner Seite erstmal für die Einladung. Und ganz kurz zu dieser zur Antwort auf die Frage, wie Matthew liegt mein Schwerpunkt in der Beschäftigung mit der Fotografie eigentlich oder lag der in den letzten Jahren tatsächlich auf der Fotografie aus der ehemaligen DDR? Also ich habe ja ein großes Projekt über Christian Borchert gemacht, einen Dresdner Fotografen, und habe aber parallel auch immer sozusagen die westdeutsche Fotografie im Blick gehabt, bildanalytische Fotografie von Tim Rautert etwa. Und also diese Dinge, die in diesem Spannungsfeld zwischen Ost und West und auch zwischen früher Neuzeit und Gegenwart, das ist was, was mich in meinem Kunsthistorikerleben eigentlich immer begeistert hat, dass man eben nicht festgelegt ist, sondern dass man durch Bildwelten wandern kann und irgendwo reinspringt und an einem ganz anderen Ende wieder rauskommt. Also diese Überraschung auch, dass wir jetzt hier sozusagen, damit hätten wir ja selber nicht gerechnet, das war ja sozusagen ein Zufall, der uns jetzt gewissermaßen zu Valentinas Arbeit geführt hat, haben wir uns ja erstmal nicht ausgesucht, aber das war dann eine riesige Freude, sich mit diesem Werk auseinanderzusetzen, und plötzlich entdeckt man Affinitäten, auf die man selber gar nicht gekommen wäre. Also ich mag auch Kontingenzen sozusagen im Leben, die einem Begegnungen verschaffen, auf die man es gar nicht abgesehen hat. Ja, sehr schön. Jetzt euer Entwurf. Ja, ich würde gerne so anfangen und dann übergebe ich das Wort an Bertram. Ja, so vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, mich mit Valentinas Arbeit zu beschäftigen. So, das Werk von Valentina haben wir schon gesehen, zumindest schon von den Entwurf von Matthew, ist auf jeden Fall vielfältig. Also Valentina arbeitet grundsätzlich mit Fotografie, würde sich selbst als Fotografin beschreiben, aber zugleich setzt sich mit anderen Medien auseinander, weil sie ständig versucht, die Grenze und das Potenzial des Mediums zu erweitern, zu überschreiten und hinterfragen. Deswegen experimentiert sie seit Jahren auch mit anderen Medien, Materialien und produziert so Unikate, diese Werke, die eigentlich die Vorstellung der Fotografie als Medium der Reproduzierbarkeit sowie von ihrer industriellen Ästhetik quasi widersprechen sollten. Und sie hat auch relativ am Anfang ihrer Karriere, das haben wir im Laufe eines Gesprächs mit ihr auch entdeckt, sie hat sich auch mit Performance Art beschäftigt. Und gerade diese performative Seite prägt noch ihre oder ständig ihre Arbeitsweise, diese manuelle, händische Produktion ihrer Werke, manchmal sogar die Beteiligung des ganzen Körpers, das ständig in der Produktion der Werke involviert wird. Aber so facettenreich und unterschiedlich Valentinas Werk auch wirkt, so scheint es doch auch irgendwie ein roter Faden zu geben, der sich durch ihr Gesamtwerk zieht. Und oder zumindest das wollten wir auch betonen, das heißt, die Faszination für oder die Auseinandersetzung mit der Pionierzeit der Fotografie, also das Piktorialismus, diese viktorianische Fotografie, diese malerische Geste, die Spuren des Andes des Fotografen erweisen sich auch als starke Referenz oder Referenzpunkt und Leitmotiv ihrer Arbeit. So gerade dieser Aspekt hat uns zuerst in der Konzeption unserer Ausstellung geleitet, also als Grundidee. Und wir wollten so eine bestimmte und entsprechende Atmosphäre schaffen in diesen Räumen. Allerdings hatten wir vielleicht gerade wie bei Matthew den Eindruck, dass die Architektur des Foxy vielleicht die zunächst als White Cube, als diese sehr schlichte Box erscheint,
den Werken von Valentina vielleicht völlig fremd wäre. Wir hätten vielleicht gerade diesen starken Kontrast nutzen können für die Präsentation, für diese Challenge. Wir hatten jedoch die Befürchtung, dass vielleicht diese geometrische Strenge und diese abstrakte Modularität vielleicht irgendwie diesen Einklang mit den individuellen angefertigten Werken von Valentina vielleicht nicht so passen hätte oder die Werke nicht wirklich ausstrahlen lassen hätten. So, unsere Idee war, diesen hellen White Cube in eine Camera Obscura, quasi eine Dunkelkammer, zu verwandeln. Deswegen haben wir uns für schwarze Wände, vielleicht wenn wir ein bisschen reinkommen, nur ein bisschen, kann man schon sehen durch einen Überblick, dass wir uns für schwarze Wände entschieden haben. Und grundsätzlich eine Abdunkelung sowie eine punktuelle Beleuchtung und auch eine punktuelle Beleuchtung der jeweiligen Werke, sowohl die Werke an der Wand als auch die Werke quasi, die in der Mitte des Raumes stehen, auf einem Podest oder auf einem Sockel. Es war nicht möglich, komplett quasi zu simulieren, aber das wären auch die Objekte, die im Raum stehen, sollten eine punktuelle Beleuchtung bekommen und so quasi wie in gewisser Weise wie magische Erscheinungen auftauchen und die Besucherinnen und Besucher in gewisser Weise überraschen und bewundern. Gleichzeitig wird auch durch die Beleuchtung die plastische, also den plastischen, dreidimensionalen Charakter der Werke unterstreichen und betonen. Die Assoziation mit der Dunkelkammer wird direkt am Eingang auf der Stellwand erweckt. Wenn wir ganz kurz vielleicht zurück am Eingang gehen könnten, kann man sehen, dass wir quasi direkt an dieser Stellwand oder Einwand einen kreislaufendes Loch vorgesehen haben, ungefähr auf der Augenhöhe, das einen Blick in den Raum bzw. in die Dunkelkammer, also durch das Loch kann man diesen Blick werfen. So kann man schon auch ein spannendes Detail, vielleicht werden Sie das auch merken, entdecken. Und zwar ein Werk auf der Abschlusswand der Empore. Und es handelt sich um ein site-specific Work, die von Valentina direkt an der Wand ausführen, die wir quasi direkt an dieser Wand ausführen lassen würden. Denn wir hatten leider nicht die Möglichkeit, für diese Challenge eine Arbeit ex novo quasi produzieren zu lassen. Und deswegen haben wir uns für diese Art von Reenactment von der Arbeit Avoltoi von Valentina uns entschieden. Und wegen der Überdimensionierung der Arbeit erscheint das Werk wirklich dominant und prominent und vielleicht sogar fast bedrohlich. Und diese Arbeit kann nicht nur auf jeden Fall durch das Loch, sondern wirklich fast aus allen Positionen entdeckt und betrachtet werden. Wir haben die Ausstellung Hybrid oder Hybrid auf Deutsch genannt, das wäre Ibrido auf Italienisch. Denn wir wollten auch den Akzent auf diese, Auseinandersetzung der Künstlerin mit Themen und Motiven, die einen Zustand der Übergang, der Wandlung andeuten. Also in ihren Arbeiten wird es tatsächlich um etwas, auf etwas Undefinierbares, Unbestimmtes verwiesen, das genau auch diese eine Art von geheimnisvolle oder magische Atmosphäre schafft. Und das kann wieder quasi wie in einem Kreis zurück zu der quasi zu der Pionierzeit der Fotografie uns zurückführen an diese Magie und Zauber, den Zauber und das Wunder denken lassen, die damals das neue Medium erweckt hatte. Andererseits kann das Thema des Hybriden zugleich auch in seiner Brisanz betrachtet werden. Also das Hybride als etwas
Undefinierbares, also diese Wesen, diese undefinierbaren Wesen und Kreaturen zwischen Tieren und Menschen, die oft in Valentinas Werke auftauchen, verweisen auf diesen Spannungsverhältnis von diesen beiden Welten, quasi Kultur und Natur. Und zugleich kann dieser Status der Hybridität auch auf Themen wie undefinierbare Identität, Gender, Queerness, Androgynität, die auch zum Teil in den Werken auftaucht und hier in eine sehr poetische und subtile Art und Weise angedeutet wird. Also, und das fanden wir wirklich sehr spannend. Also es handelt sich ungefähr um diese Schwerpunkte, die wirklich wie Akzente in der Ausstellung auftauchen. Und Bertrand Kasche wird gerade das vielleicht anhand der Werke besser erklären. Also dieses spannungsreiche Verhältnis Natur und Kultur, Tier und Menschen und damit auch Themen wie Überleben, Aussterben, Herrschaft, dann aber auch die Magie, die aber nicht nur diese positive Seite hat, das Wunder, den Zauber, aber auch eine düstere Seite einbezieht, also das in die Zauberei vielleicht, diese Hexerei wandelt. Und dann am Ende, wie gerade erwähnt, dieses breites Thema der Identität, ein Prozess, das wirklich immer wieder offen bleibt. Ich würde jetzt gerne an Bertram weitergeben, der ein bisschen besser und gezielt die Aufteilung der Werke und die Themen erklären kann. Vielen Dank, Alexandra. Ja, vielen Dank, bin ich zu hören. Ja, vielleicht gehen wir zurück nochmal zum Eingang und sozusagen machen nochmal den Rundgang. Was ich durchaus bemerkenswert finde an den Arbeiten, ist die Tatsache, dass es hier doch so etwas bei Valentina wie eine durchgängige Ikonografie gibt. Also eine Bildsprache, die einen großen historischen Echoraum bedient. Und wie Alessandra das schon betont hat, besteht da natürlich in erster Linie tatsächlich in der Frühzeit der Fotografie und dafür, da würde ich sagen, so die ersten 100 Jahre oder vielleicht auch nur die ersten 60, 70 Jahre sind dort besonders prominent, vielleicht sogar am prominentesten das späte 19. Jahrhundert. Sozusagen technisch gesehen sozusagen ist ihre Idee von Lichtzeichnung natürlich geht sozusagen auf die Ursprünge der Fotografie zurück, das Bemühen sozusagen eine Fläche zu sensibilisieren, die lichtempfänglich wird dadurch. Das ist ja sozusagen auch etwas, was ihre Arbeit auszeichnet, dass sie ganz ungewöhnliche Materialien sensibilisiert, Metallplatten, Beton, Holz. Und das sind immer Dinge, die sozusagen einen großen Aufwand, technischen Aufwand bedeuten, um überhaupt sozusagen das, die Oberfläche aufnahmefähig zu machen und sie haltbar zu machen. Also Holz etwa sozusagen fängt an zu schimmeln, das muss man auf eine bestimmte Weise chemisch vorbearbeiten. Also das sind sehr voraussetzungsreiche Bildpraktiken und da verhält sie sich im Grunde wie eine Forscherin und eben auch wie die frühen sozusagen Erfinder der Fotografie, die überhaupt erst die Möglichkeiten und die Materialien finden mussten, mit denen sich Bilder realisieren lassen. Zurück aber sozusagen zur Frage der Ikonografie. Wir sehen hier als erstes Bild einen, wir würden sagen, einen Kentauren. Und damit ist natürlich schon eine Bildwelt der Mythologie aufgerufen, der griechischen Mythologie, die sich natürlich auch mit Valentinas Herkunftsort verbindet. Sizilien ist sozusagen ein Teil von Italien, der in besonderer Weise mit Griechenland verbunden ist. Und wenn man jetzt so ein bisschen noch rumschwenkt, vielleicht wäre es ganz schön, wenn wir einmal genau an dieser linken Wand entlang gehen, vielleicht bis ganz hinten links sozusagen. Da gibt es so ein Motiv, das uns anzieht. Sozusagen, ja, genau. Ja, da waren wir, richtig. Da haben wir hier eine Bacchantin. Bacchante ist der italienische Titel des Werks.
eine Frau, eine Person, eine androgyne Person, jungenhaftes Mädchen, das hier mit Weintrauben posiert. Und da geht natürlich sozusagen eine ganze Welt von möglichen historischen Referenzen auf. Man kann an Caravaggio denken, im Kontext der Fotografie, aber vielleicht viel eher an jemanden wie Wilhelm von Glöden, der nur 30 Kilometer entfernt von Valentinas Geburtsort, nämlich in Taormina, ein Studio sozusagen geführt hat, in dem er sozusagen als bekennender Homosexueller junge Männer fotografiert hat in diesen aufreizenden Caravaggio-Posen. Und diese homosexuelle Ästhetik, die Caravaggio schon um 1600 etabliert hatte, sozusagen in den Bereich der Fotografie führt, um damit sozusagen eine antike Welt zu evozieren. Und wir hatten den Eindruck, dass es hier ganz stark in ganz vielen dieser Bilder tatsächlich um einen ganz spezifischen Blick auf die Antike gilt, der seinen Ursprung im späten 19. Jahrhundert hat, nämlich bei Nietzsche. Denke ich, dass hier sozusagen tatsächlich so eine Art Nietzsche-Ikonografie, wie sie in der Geburt der Tragödie entworfen wird, die ja bekanntermaßen sozusagen mit diesen zwei Gegenpolen, ästhetischen Gegenpolen des Apollinischen und des Dionysischen operiert. Das Apollinische ist ja eigentlich sozusagen die Lichtkunst, die Kunst des Traumes. Und das Dionysische ist sozusagen der dunkle Wunsch der Dinge, sozusagen der Urtrieb. Und die Ikonografie, die in den Bildern von Valentina steckt, die deutet immer wieder sozusagen zeichenhaft auf sozusagen eine solche dionysische Welt des Rausches, der Entgrenzung, der Transformation, eben hier auch, wie gesagt, sozusagen diese junge Frau, die aber sozusagen deren Brüste man aber nicht sehen kann, die deswegen auch gewissermaßen ein Junge sein kann. All das evoziert diese Welt des 19. Jahrhunderts und hat gleichzeitig sozusagen diesen Bezug zur Geschichte des Mediums, der zugleich auch ein biografischer Bezug ist. Und wir fanden das sehr interessant, dass Italien ja oft für sozusagen deutsche Künstler ein Sehnsuchtsland war, wo man hinzieht, dort die Antike zu entdecken und die große Kunst der Renaissance. Und hier haben wir sozusagen so eine interessante Gegenbewegung, dass Valentina, die aus dieser Gegend kommt, sozusagen Deutschland als so eine Art philosophisches Sehnsuchtsland gewählt hat und von hier aus gewissermaßen diese Themen weiterspielt, sozusagen in der Auseinandersetzung mit deutschen philosophischen Traditionen. Interessant an der Sache ist natürlich, dass man oft auch an piktorialistische Bildmotive denken kann, auch das Motiv der Unschärfe sozusagen eines nicht ganz endgültig bestimmten Gegenstandes, der vieles offen lässt, der sozusagen offen ist für Transformation, ist ja was im Piktorialismus um 1900 eine wichtige Rolle gespielt hat. Und wenn damals sozusagen das Unbehagen an einer industriellen Moderne sozusagen die Künstler zu diesen händischen Techniken und zu Techniken der Unschärfe, des Verunklärens gebracht hat, dann ist das heute sicher sozusagen, dürfen wir Valentinas Arbeit wahrscheinlich auch als ein Unbehagen an der Digitalisierung verstehen, dass sie dazu führt, sozusagen in dieser performativen Weise sozusagen wirklich materielle Bilder zu machen, Bilder von Gewicht sozusagen. Und deswegen haben wir etwa auch auf diesen Stelen hier eben auch diese Betonbilder sozusagen als Entitäten versucht zu inszenieren, die einem gewissermaßen wie Individualitäten entgegentreten. Aber wenn man sie sozusagen in der Flucht sieht, dann werden sie auch zu so einer Art vielstimmigem Chor, so eine Art Satyrchor, wenn man mit Nietzsche sprechen wollte. Also das Satyrische, auch das Triebhafte, das spielt immer wieder eine Rolle. Also sozusagen wir sehen Schafe in so einer ganz unklaren Form. Wir sehen natürlich hier einen Wiesent und einen Stier, also das sind natürlich auch sozusagen Tiere, die in einer besonderen Weise für eine starke, auch in dem Fall männliche Vitalität stehen.
Und das, es gibt so ein Kräftefeld, das wir hier versucht haben zu etablieren durch diese Inszenierungsweise, dass wir ja die Bilder als Individualitäten erstmal auftreten lassen und sie dann erst sozusagen, um sie dann erst zusammenzuführen. Ja, an der Wand, vielleicht bleiben wir gerade an dieser Wand hier, das wäre auch ganz interessant, diese beiden Werke, Nausikaa und Oro, also eine Referenz an die Odyssee. Nausikaa ist diejenige Figur, die den gestrandeten Odysseus findet. Und hier sozusagen sehen wir, wie das Motiv der Hand sozusagen in so einen Oktopus übergeht, also auch sozusagen diese Verbindung von Tier und Mensch, diese Hybridisierung, findet hier in einer sehr suggestiven Weise statt. Und gleichzeitig fühlt man sich auch hier wieder an die Ikonografie des späten 19. Jahrhunderts erinnert, etwa an Arnold Böcklin, für den solche Mischwesen sozusagen eine ganz wichtige sozusagen Rolle auch spielen, auch in seiner Artikulation eines bestimmten Unbehagens an einer steifen bürgerlichen Kultur. Und hier, glaube ich, sind das eben eher Metaphern, wie Alessandra das vorhin schon gesagt hat, die darauf zielen, bestimmte Vorstellungen und Konzepte von Identität zu überwinden und die sozusagen ins Schwimmen zu bringen. Wenn wir die Treppe nach oben gehen, haben wir die Entscheidung getroffen, auch das Frühwerk, wenn man das bei einer so jungen Künstlerin sagen darf, in die Ausstellung mit einzubeziehen. Also in diesen beiden Kabinetträumen haben wir Werke, die auf Baritpapier abgezogen sind, in Rahmen präsentiert, um auch nochmal sozusagen einen ästhetischen Wechsel in dieser Ausstellung zu zeigen, während unten die meisten Werke ungerahmt sind und sozusagen sich ganz stark in ihrer Materialität darbieten, zeigen die Kabinette sozusagen ihre Anfänge in der Fotografie, sozusagen in einer klassischeren Form, und gleichzeitig erinnern sie sozusagen an ihre Herkunft aus der Performance. Also hier sehen wir etwa drei Selbstporträts, von denen das mittlere auch erkennen lässt, dass die schemenhaft erkennbare Künstlerin eine Kamera hält, dass es sich also sozusagen ein Selbstporträt in actu oder als Akt hier handelt und auch das Motiv der Unschärfe hier schon auftaucht, sozusagen aus einem weißen Bildraum. Das kennzeichnet viele der frühen Arbeiten, sozusagen diese extreme Helle, auch das Spiel eben mit den fotografischen Extremmöglichkeiten der Überbelichtung oder des absolut dunklen, das kommt in diesen Arbeiten hier, glaube ich, sehr gut raus. Und wir haben sozusagen den sonstigen Ausstellungsraum ja schwarz gestrichen und die Kabinette aus diesem Grund sozusagen in einem Mittelton in Grau gehalten. Ja, vielleicht zoomen wir aus den Kabinetten noch einmal nach draußen und gehen noch mal in die Gesamtansicht. Also uns war es wichtig, eben zum einen diesen Objektcharakter der Werke deutlich herauszuarbeiten. Durch die Spots hat man natürlich auch sozusagen die Plastizität der Werke in einer besonderen Weise, bekommt man die in den Blick, weil es so eine Art Streiflicht gibt, die die Oberflächen der Werke in besonderer Weise heraushebt. Wir haben einmal ein Bildtondo, das wir von der Decke hängen lassen, das sozusagen auch nochmal diesen freischwebenden Eindruck hat. Also wir haben versucht, sozusagen möglichst in diesem sozusagen sehr minimalistischen Setting, das wir haben, das auch ohne Texte weitestgehend auskommt. Man kann sich Labels sozusagen, sehr zurückhaltende Labels vielleicht vorstellen, aber wir arbeiten eigentlich sozusagen sehr suggestiv nur über die Bilder und haben uns auch dagegen entschieden, sozusagen historische Referenzen einzuführen. Wir haben erst darüber nachgedacht, ob wir vielleicht eine Vitrine sozusagen einbringen, wo wir noch irgendwie Animal Locomotion von Muybridge vielleicht auslegen, um hier sozusagen einen historischen Kontext einzubringen, haben aber dann hatten die Empfindung, dass die Werke in
starker Weise für sich selbst sprechen und für natürlich für die sozusagen bildkundigeren Betrachter gleichzeitig sozusagen diese Referenzen ohnehin sehr präsent sind und wir dann gleichzeitig aber auch nicht allzu didaktisch sein wollten. Also dass man sieht sozusagen, ich glaube, in dem Grundsetup, dass wir hier aus einem White Cube eine Camera Obscura, ein Dark Room im doppelten Sinne sozusagen als Kamera und als sozusagen Laborraum sozusagen evozieren wollten. Das war sozusagen unser Hauptwunsch hier bei unserer Inszenierung. Ja, vielleicht so viel erstmal. Ja, sehr interessant. Sehr interessant für mich, was man doch alles irgendwie aus dem Foxy machen kann. Lassen wir es erstmal eigentlich so bestehen und soweit das Programm es auch vorsieht, würde ich jetzt gerne Valentina das Wort übergeben, ja, bevor sie in gewisser Weise von der Diskussion, die wir danach machen, beeindruckt ist. Also denke ich, aus dieser Frische, du hast ja, das muss man ja, glaube ich, sagen, auch vorher die Entwürfe nicht gesehen. Wir sind sozusagen jetzt live und ganz spontan, wissen nicht, wie du es in gewisser Weise betrachtest. Deswegen halte ich mich jetzt erstmal zurück und übergib dir das Wort. Wir verstehen dich leider nicht, Valentina. Oder bin ich nur derjenige, der es nicht versteht? Alle anderen verstehen es? Nein, ich verstehe es auch nicht. Leider nicht. Jetzt hören wir dich. Valentina. Und jetzt? Jetzt hören wir dich. Das ist jetzt nochmal ein Verweis darauf, dass hier nichts gefaked ist, sondern alles live ist. Alles live, ja, also genau, ich wollte sagen, also ich finde dieses Experiment besonders in diesem Moment sehr bedeutend für mich, weil ich bin natürlich sehr überrascht von diesen Präsentationen und für mich ist besonders spannend, weil ich selber gerade mit der Kuratorin auch meine Ausstellung plane. Und es ist alles so eine ganze Planung und ich finde interessant diese Alternativen jetzt, die also wie die Sachen sein hätten können oder sein können, gerade sehr spannend. Also erstmal wirklich vielen Dank für die Präsentation und für den richtigen Rundgang von Alexandra und Bertram. Also ich hatte wirklich das Gefühl, quasi ein Betrachter, der Ausstellung zu sein und dass ich auch mehr über die Künstlerin erfahren kann, also nicht nur über die Gestaltung, über die Planung, auch wirklich einen richtigen Rundgang. So, vielen Dank für diese Miteinandersetzung mit meiner Arbeit. Also ich fand beide Präsentationen sehr beeindruckend und das ist nicht nur so zu sagen, weil, also erstmal, wenn ich sie jetzt so beide vor mir stellen, was ich interessant finde, dass die zwei Planungen haben quasi zwei Aspekte meine Arbeit oder vor allem meine aktuelle Arbeit herausgebracht, weil die Präsentation von Matthew war für mich also quasi wie die Darstellung des Paradieses, also sehr hell, rosa, alles schön, so eine sehr spielerische Gestaltung, was mir sehr gut gefallen hat, weil es ist auch in der Intention meiner Arbeit, quasi diese Eindruck auch von der Natur zu geben, dass man damit auch spielen kann, dass geheimnisvoll ist, also wie für die Kinder zum Beispiel. Und in deiner Präsentation hatte ich das Gefühl, aber positiv gemeint, quasi ein bisschen in einem Lunapark zu sein und da spielen zu können. Und vor allem diese Farbe rosa fand ich sehr passend. Ich weiß nicht, ob du Bescheid weißt, dass auch die Hauptfarbe meiner aktuellen Ausstellung ist.
Und gerade vor ein paar Tagen bekam ich die Einladungen und wie man sieht, fand ich wirklich kurios, wie du da quasi mit meiner Ausstellung kommuniziert hast. Und genau, und das Rosa fand ich auch passend als Entscheidung, weil es ist eine Farbe, die ich häufig verwendet habe, als erstes, aber nicht nur deswegen, weil auch alle die Veränderungsprozesse der Analogfotografie gehen in diese Richtung. Also du hast in der Präsentation von dir als Kurator gesagt, dass dich diese Veränderungsprozesse der Analogfotografie interessieren. Wie die Fotografie, genauso wie wir Menschen, also genau wie eine Haut, gelb wird, verältet und so weiter. Und wenn eine Analogfotografie in diese Richtung geht, das heißt Oxidation, und die Oxidationen sind, also fangen mit diesem Rosa, den du verwendet hast. Ich kann auch ein anderes konkretes Beispiel, weil das ist eine Farbe, das ich oft im Fotolabor beobachte, wenn da Fehler in der Fotografie bei der Entwicklung entstanden sind, taucht genau dieses Rosa, weil die Fotografie ist entweder nicht gut gewaschen, nicht gut entwickelt, es fällt irgendwas und ältet in wenigen Minuten. Deswegen fand ich besonders spannend die Auswahl deiner Arbeit. Für meine Ausstellung Paradise Lost ist eigentlich aus anderen Gründen ausgewählt, aber in deiner Präsentation fand ich diese Verbindung mit diesen Prozessen, die die Fotografie älter machen, manchmal auch innerhalb weniger Minuten, wenn quasi das Prozess, etwas in dem Prozess nicht gut läuft. Also das als erste Kommentare wollte ich sagen. Und was mich besonders beeindruckt hat, sind deine die Bilder, die du zu meiner quasi virtuelle Ausstellung eingefügt hast. Die fand ich besonders passend, weil quasi die Bezug zu dieser Ästhetik der Mittelalter oder sogar noch von früher, das war mir irgendwann in meiner Arbeit, war nicht mehr nur Zufall, also quasi von meiner Kultur gut, was ich in meinem Kopf von meiner Kultur habe, sondern war irgendwann auch bewusst, dass ich wirklich direkte Bezüge zur mittelalterlichen Bestiarien vor allem, von dieser Ästhetik, die sehr stilisiert ist und sehr einfach teilweise, auch ohne Hintergrund, wo nur das Tier da ist in seiner Metamorphose. Und deswegen fand ich die quasi diese Bilder besonders passend zu deiner Ausstellung. Und das Hauptkonzept finde ich auch sehr passend, weil meine Verbindung mit der Alchemie, also Alchemie ist natürlich keine Wissenschaft, aber genau wie du gesagt hast, kann man auch in diesem Fall nicht so ganz genau definieren, ob es sich von Kunst oder Wissenschaft handelt, weil es ist auch in diesem Fall eine Hybrid. Deswegen genau die Verbindung mit Alchemie finde ich passend, weil die Alchemie befindet sich in dieser Schnittstelle, wo sie nie Wissenschaft wirklich geworden ist und nur zu magischen Verfahren geblieben ist. Und die Alchemie auch als Reise fand ich interessant, weil für mich war spannend, alle diese Arbeiten zusammenzusehen, als ob das quasi eine mehr eine Retrospektive, als ob ich schon 60 oder 70 wäre und von mir oder schon gestorben. Also das war mein Gefühl von euren Präsentationen. Und ich befinde mich quasi vor einigen Arbeiten, die ich selber seit vielen Jahren nicht mehr gesehen habe. Und sie alle auf einmal nebeneinander, so quasi ohne diese Bezug mit der Zeit, wann ich sie geschaffen habe, das habe ich das Gefühl, nicht euch besonders interessiert, quasi nach anderen Kriterien geordnet. Das fand ich in beiden Präsentationen auch sehr interessant und für mich auch besonders, weil ich sehe nie diese Bilder zusammen, also in diesem Kontext. Und was ich noch von der Präsentation von Matthew noch sagen wollte, dass
also wie die Skulpturen, diese fotografischen Skulpturen, du sie zusammengestellt hast, habe ich selber noch nicht gemacht. Und zwar als, also mehr als quasi als eine Installation. Normalerweise die sind sehr isoliert in einer Ausstellung, diese fotografischen Skulpturen, weil die nehmen viel Raum irgendwie. Die müssen auch von innen betrachtet werden, also und alles. Und so alles zusammen habe ich noch nie quasi gesehen oder ausprobiert. Und ich fand das auch sehr kohärent mit deinem Konzept, weil das hat mich auch ein bisschen an einem Labyrinth erinnert, wo man sich da quasi also blind bewegt und sich wiederfinden muss. Und das fand ich sehr gut. Und du hast auch eine von diesen skulpturalen Objekten auch ganz isoliert und das passt auch, weil also es sieht so aus, als ob ich keine negative Sachen sagen würde, aber ich bin wirklich sehr beeindruckt deswegen. Die Sache, dass du diese Skulptur getrennt hast von den anderen, fand ich besonders passend mit dem Konzept der Transformation und der Reise, weil genau in diesem Bild, was ich versucht habe, das ist, als ob ich mit dir gesprochen hätte sozusagen. Was ich in dem Bild zum ersten Mal versucht habe, ist wirklich ein Teil der fotografischen Oberfläche fast zu zerreißen, also quasi auflösen und wieder neu formen. Und das ist für mich quasi die Reise in der Technik auch, also in der Möglichkeit der Technik. Da habe ich getestet, wie sehr, wie elastisch eine Fotografie sein kann, wie sehr ich das manipulieren kann. Natürlich in Verbindung auch mit deinem Thema, nicht nur einfach so, aber fand ich gut, dass genau das isoliert ist, auch weil es sehr imponent ist. Und ich hätte auch viel mehr zu sagen, vielleicht im Privaten können wir weiter machen. Wir können gern, ich habe sogar eine wunderbare Idee für dich in London, aber das kann man weiterführen. Ich habe hier eigentlich eine ganze zweite Seite von Stichworten, was ich noch sagen würde, aber ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht dafür nicht so wirklich Zeit haben. Ich sage noch dazu etwas zu der anderen Präsentation. Genau, also das ist quasi die andere Seite meiner Arbeit. Einerseits Licht, wie du gesagt hast, Matthew, das Sterben des Lichtes. Und die Präsentation von Alessandra und Bertram fand ich genau diese andere Seite, die so eine Art Fotografie, nicht nur meine, alle die Anfänger der Fotografie, quasi die Pioniere der Fotografie, hatten dieses Aura des Dunkles, also früher wurde auch gesagt, quasi am Anfang der Fotografie, dass wenn man ein Bild von einem Mensch macht, stiehlt man aus diesem Mensch die Seele. Und für mich die Präsentation von Alessandra und Bertram war quasi wirklich eine ganz starke Verbindung mit diesen Ursprüngen der Fotografie, die diese magische Aura hatte. Weil jedes Mal, dass ein Bild entwickelt wird in einem Fotolabor, egal was für ein Bild, es ist eine Erscheinung in einer Minute. Und wenn das in einer Masse von 3 bis 4 Meter passiert, das ist wirklich, also es scheint mir immer noch nach 20 Jahren wie Magie und ist es auch so. Und diese dunklere Seite der Fotografie, diese schwarze oder düstere Seite der Fotografie, habt ihr ganz gut, meiner Meinung nach, durch das Konzept der Camera Obscura ausgedruckt, die schon vor der Fotografie eigentlich verwendet wurde, in der 15. Jahrhundert von vielen holländische Maler, niederländische Maler und so weiter. Und das habe ich schon euch gesagt, das finde ich sehr, sehr passend, diese Ausfall von dieser Farbe, weil die Fotografie, also oder meine Art von Fotografie oder generell von Analogfotografie, das ist eine Art von Katharsis. Das ist wirklich im Dunkel zu gehen und aus dieser Dunkelheit kann die Fotografie entstanden. Deswegen, ehrlich gesagt, hatte ich noch nie eine Ausstellung mit Schwarze, komplett, also überall Schwarze.
Und jetzt, dass ich das gesehen habe, bin ich wirklich überzeugt, dass vielleicht das ist die Farbe, die am meisten diese Art von Analogfotografie besser vielleicht als Weiß in diesem Fall oder ganz alle anderen Farben vielleicht ausdrücken kann. Weil, wie auch Bertram, wie auch Alessandra gesagt hat, da ist auch quasi ein starkes Dialog mit diesen Pionieren der Fotografie, mit der eine Miteinandersetzung mit der Fotografie als Materie. Und deswegen vielleicht in der Auswahl der Farbe schwarze für mich, also jetzt, dass ich das optisch gesehen habe, wirklich in so einem großen Raum, hat mich wirklich überzeugt. Und auch die Idee, eine Lochkammer, also ein Loch, die quasi einen Bezug zu dieser Lochkamera hat, zu installieren, fand ich auch, also ich hatte bei eurer Präsentation das Gefühl, das war wie alles ein Kreis. Weil dieses Konzept von den Hybriden hat man, wie ihr die Werke installiert habt und auch in meinen Themen überall wieder gefunden. Und ich liebe das Gefühl, generell bei Ausstellungen zu haben, dass etwas Kohärenz gibt, dass man etwas irgendwie nicht nur verstehen kann, aber dass irgendwie alles auch stimmig ist, dass nicht immer alles so dagegen, gegen so eine Provokation oder dass auch was Pädagogisches haben kann. Da sehe ich wirklich was Positives. Und in dieser Miteinandersetzung in der Geschichte der Fotografie, die er gemacht hat, auch indirekt, ist auch dahinter etwas, eine, vielleicht eine die, vielleicht die quasi eure Wille, auch die Pioniere der Fotografie quasi zu zeigen oder zu sowas in der Art. Jetzt finde ich nicht genau das richtige Wort. Und ich wollte genau noch sagen, dass bei eurer Ausstellung, auch wie ihr dieses Spotlicht installiert habt, habt da ganz gut wirklich verstanden, was die Fotografie ist. Also in dieser Art, also wie man die Werke präsentiert, hat man manchmal, wie in diesem Fall, das Gefühl, dass man die Fotografie selber verstehen hat, weil die Fotografie in diesem Fall ist Malen mit Licht. Es ist eine Grafiktechnik in dem Sinne. Und durch diese Nutzung des Lichtes konnte man wirklich in den Konzept diese Art von Fotografie besser verstehen. Und deswegen fand ich sehr, sehr gut. Und ich wollte auch noch zu Bertram sagen, dass alle seine alle seine Verbindungen mit der Kunstgeschichte und der Tradition, die er gesehen hat, fand ich sehr toll. Und auch da hatte ich das Gefühl, als ob wir irgendwie irgendwann geredet hatten, weil zum Beispiel, ich kann ein konkretes Beispiel machen, was du über Nietzsche gesagt hast und dass ich versuche, diese dionysische Seiten, diese chaotische Seiten oder diese Sache, die quasi zur Verwirrung bringt, dass ich versuche, das zu zeigen, das ist wirklich innen drin in meiner Intention und da habe ich mich auch gefragt, wie du das irgendwie so zentrieren konntest, weil auch was du zitiert hast, Geburt der Tragödie, das hat mehrere Werke inspiriert in meiner Produktion, vor allem ein Werk auf Stall, wo man einen Ziegenbock sieht in eine außergewöhnliche menschliche Bewegung. Und diese Arbeit heißt La Danza del Capro, Tanz des Ziegenbocks, das eigentlich aus diesem Buch quasi, also die Inspiration stammt aus diesem Buch. Und ich fand erstaunlich, dass du das Thema der Apollinio und Dionysische das so zentrieren konntest in meiner Arbeit, weil genau die Arbeit, was du als Beispiel gegeben hast, diese Mann oder Frau, die die Weintraube hält, das war für mich auch da die Intention, irgendwie Verwirrung zu schaffen, weil der ganze Kontext ist eigentlich friedlich, aber er hält Weintraube an der Hände. Und der könnte ein Mann sein oder eine Frau. Und auch da, auch diese Hybride zwischen was Friede und Chaos ist, was Mann und Frau ist. Also da hast du wirklich ganz zentriert, meiner Meinung nach,
in deine Interpretation und auch in der Art, wie du die Sachen installiert hast. Ja, auch da hätte ich auch viel mehr zu sagen, aber ich glaube, also Boris hatte mir 5 Minuten eigentlich gegeben. Ich hoffe, dass ich das gut kommentiert habe. Vielen, vielen Dank für eure Interpretationen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe dir jetzt 10 oder 15 Minuten gegeben. Vielen herzlichen Dank. Das Schöne eben halt an dieser Challenge, die an sich eigentlich gar keine Challenge jetzt im übertragenen Sinne als Wettbewerb zu verstehen ist, dass man recht schnell irgendwie begreift, dass es sehr verschiedene Möglichkeiten gibt, eben halt mit einem Raum und mit den Werken irgendwie umzugehen. Ja. Das Interessante eben halt letztendlich natürlich, bevor wir jetzt vielleicht die letzte Viertelstunde noch ein wenig irgendwie den Raum öffnen, dass das Besondere eben halt auch an diesem Format ist, weil Valentina zeitgenössisch ist, dass sie sich bereit erklärt hat, an sich eigentlich das Werk in Hände zu geben und sich letztendlich überraschen zu lassen. Also das sei bitte jetzt auch erwähnt, weil die Praxis auch gerade eben halt mit zeitgenössischer Fotografie ist ja derartig, dass die Künstlerinnen und Künstler weniger halt einfach mit ihren Bildern kommen und sie auf den Tisch legen und sagen, mach mal, ich komme dann wieder, wenn die Ausstellung eröffnet wird, sondern eben halt auch sehr klar heute halt einfach auf die Räume einwirken. Installation als solches ist natürlich das große Stichwort. Setzt sich sozusagen halt einfach mit den Wänden, mit der Farbe, mit der aufeinanderfolgenden Situation. Und dann kommt natürlich immer auch der Wunsch des Lichtes. Und ich habe letztens auch noch mal darüber nachgedacht, dass die Rolle des Kurators und die Rolle des Ausstellungsmanager oft manchmal, die ja oft irgendwie wir auch in einem vereinen, oft manchmal so gegenläufig sind. Also als Kurator baust du eben halt einfach mit der Künstlerin, mit dem Künstler eine Idee, die natürlich erstmal fern von aller Finanzierbarkeit in gewisser Weise gedacht wird. Und dann irgendwann kommt eben halt einfach der Ausstellungsmanager und sagt, Valentina, schwarze Wände sind natürlich fantastisch, aber sie eröffnen letztendlich ein Budget oder sprengen einen Budgetrahmen, nicht, dass man es irgendwie einmal streicht und dann schwarz hat, sondern der Rückstrich ist dann ungefähr das Dreifache so teuer, wie als wenn man natürlich dann eben halt mit Weiß arbeitet. Aber darüber hinaus, das ist schon auch richtig gesagt worden von dir, Valentina, und auch natürlich auch so gedacht, eben halt Weißfotografie und Weiß, egal wie auch immer, das kann manchmal natürlich auch nicht irgendwie wirklich richtig gut irgendwie zusammenkommen und deswegen ist oft natürlich auf ein Grau oder jedenfalls das ein abgeschwächtes Weiß ist dann natürlich irgendwie relativ irgendwie passend. Also beide Entwürfe sind wirklich sehr, sehr spannend. Man merkt auch durch die Art der Konstruktion im Haus, das Heraufgehen zur Treppe, die Betrachtung, das, was jetzt plötzlich auf einmal auch das Werk dort hinten für den gesamten Raum und für die gesamte Wahrnehmung ausmacht, das habt ihr ja auch relativ schnell halt erkannt und auch eingesetzt, wie wir am Ende, sage ich jetzt einmal aus der praktischen Erfahrung, mit dieser punktuellen Belichtung irgendwie ausgehen, sagen, bei einer schon auch im Haus der Fotografie Halle, die 20 Meter hoch ist und dann im Grunde genommen jetzt eben halt einfach im Foxy, was eine Höhe eben halt von ungefähr jetzt 7 oder 8 Meter hat, das ist immer natürlich ganz, ganz schwierig irgendwie zu bewerkstelligen. Aber ich glaube, und das ist jetzt einfach, und dann öffnen wir auch mal die Diskussion, ich glaube, man muss zunächst wirklich von dem Idealzustand einer Möglichkeit irgendwie ausgehen. Also wenn man etwas konzipiert und im Vorfeld schon sich von vornherein beschneidet, hat man das Gefühl, dass man immer mit der auch der Präsentation auf der Strecke bleibt. Deswegen ist es an sich eigentlich ein ideales Format,
zu sagen, es gibt einen Raum, aber wir sind eben halt von den sogenannten Budgetierungen und finanziellen Fragen erstmal weit davon entfernt. Aber für alle, die zugucken und in gewisser Weise denken, so funktioniert es letztendlich mit Ausstellungen. Ja, es ist immer toll, auch eine Auseinandersetzung zu haben, eben halt einfach mit dem Kurator. Aber es werden oft natürlich dann auch Kompromisse gefunden, wie man trotzdem halt etwas in gewisser Weise realisieren kann mit wenigen Abstrichen. Also da rede ich jetzt einfach mal auch uns von unserer Verfahrensweisen, wie sie in Deichtorhallen oft manchmal natürlich auch angewendet werden. Aber jetzt irgendwie offen für das Publikum und natürlich auch gerne direkte Fragen an Alexandra, an Bertram oder Matthew. Meistens war ich immer derjenige, der dann irgendwie eine Frage gestellt hat. Jetzt ist es aber letztendlich irgendwie so, dass ich jetzt Moderator bin. Aber ich stelle mal die Frage an Matthew. Du hast ja in gewisser Weise sozusagen Mandevilles Reisen auch als Inspirationsquelle genommen. Ist das für dich auch bei der Entwicklung einer Ausstellung und auch die Arbeit mit einem zeitgenössischen Künstler wichtig, vielleicht auch gleich sofort irgendwie Brücken herzustellen? Es war seltsam, dieses ganze Entwicklung, weil gewöhnlich bin ich in ständigen Gespräch mit den Künstler oder der Künstlerin. Und also in Luton habe ich mit mehreren Künstler und deutsche Künstler sogar irgendwie aus Gesprächen im Raum und in der Stadt was konzipiert. Dieses mit Mandeville, das kam mir sofort im Kopf, als ich mit Valentina die erste Gespräch geführt hatte. Ich dachte, das ist wirklich sehr interessant, wie sie eigentlich in die Vergangenheit zurückguckt und Frage stellt. Also wie eigentlich stabil sind Konzepten und damit dazu bezogen, wie eigentlich stabil sind Bilder Druckverfahrungen und aber Mandeville, das mag ich sehr, wenn man mit einer zeitgenössischen Künstlerin also die Inspirationen von der Vergangenheit zusammenbringen kann und als Kunsthistorikerin, ich schäme mich, ich glaube, ich weiß nicht so viel wie der Bertram, aber ich bin überzeugt, dass diese Ideen von der Vergangenheit uns einiges über die Gegenwart lehren kann. Und das schien mir... Es war interessant, weil ich hab an diese kopflosen Menschen gedacht und wusste nicht mehr, wo ich sie finde und wo ich eigentlich überhaupt darüber was gewusst habe und musste dann nachschauen. Aber umso mehr ich über Mandevilles Reisen las, das schien eine gute Brücke zu sein und ich fand ehrlich gesagt auch komisch war die Entwicklung nicht im Bau zu sehen, sondern ich habe das erst gestern gesehen und ich war angenehm überrascht, wie gut es ausgesehen hat und wie schön es ausgesehen hat. Allerdings will ich sagen, dass ich wirklich sehr beeindruckt bin von Bertram und Alessandros Entwurf. Das ist wirklich was Fantastisches und wie sie alle und wie ihr mit den mit der Geschichte der Fotografie umgegangen sind und
viele wirklich aktuelle Themen zusammengebracht haben. Das ist, ich kann ja nur staunen und bin sehr beeindruckt, sehr stark beeindruckt. Matthew, was mich beeindruckt war, dass du mit welcher Selbstverständlichkeit du natürlich, wenn es sich beim Foxy, wo es sehr klar und deutlich halt natürlich um Fotografie geht, ja, aber hier mit einer Selbstverständlichkeit natürlich auch mit Bildern gearbeitet hast, die eben halt nicht direkt irgendwie aus der Fotografie kommen und somit haben sich eigentlich auch für den Betrachter zunächst erst einmal wie Störfaktoren, aber irgendwie auch Erweiterungsmöglichkeiten, Projektionsflächen irgendwie aufmachen. Das ist natürlich auch eigentlich auch in der Helligkeit und auch, sagen wir mal, das Magische war natürlich auch in dem Wurf von Alexandra und Bertram sehr stark irgendwie betont. Ich würde es auch eher als das Magische und weniger als das Düstere irgendwie bezeichnen, weil das Düstere klingt in gewisser Weise auch ein bisschen negativer, aber das Magische, so wie du das beschrieben hast, Alexandra, ist wirklich sehr interessant. Alexandra und Bertram sind ein Kuratorenteam, etwas, was in der zeitgenössischen Kulturlandschaft immer mehr und mehr halt einfach Fuß fasst. Das heißt also eben halt nicht ein Einzelner, wie jetzt Matthew, beschäftigt sich und entwickelt sozusagen mit der Künstlerin oder dem Künstler, sondern eben halt ein Team. Ihr seid zu zweit. Drei, vier, das hört man allenthalben überall, dass das halt sich eigentlich etwas sehr, sehr Populäres ist. Und das wäre natürlich auch jetzt interessant, wie ein Kuratorenteam in der Entwicklung der Ausstellung zusammenarbeitet. Wie funktioniert das? Ich meine, letztendlich arbeitet er ja auch schon in der Staatsgalerie, in The Gallery zusammen. Aber vielleicht könnt ihr uns da einen Einblick gewähren, wie zum Beispiel zwischen euch die Kommunikation funktioniert. Ja, genau. Das war auf jeden Fall eine spannende Zusammenarbeit mit Bertram. Es ist sicher ein Gewinn in meinen Augen, wenn man als Team arbeiten kann, nicht um diese Einzelarbeit zu unterschätzen, aber man muss dazu sagen, man kann wirklich unterschiedliche Perspektiven in dem Projekt reinfließen lassen und so ist wirklich eine Bereicherung für das Konzept. Umso mehr für uns, wir kommen aus unterschiedlichen oder wir haben unterschiedliche Backgrounds sozusagen. Und das merkt man, das kommt aus unterschiedlichen Perspektiven, mit unterschiedlichen Ideen und Kenntnisse. Und das denke ich, eine große Stärke. Und deswegen, ich glaube, das war relativ spannend. Wir haben quasi als Arbeitsweise so gemacht, dass wir oft Momente von gemeinsamen Brainstorming gemacht haben. Dann haben wir versucht, aber auch parallel quasi alleine oder zum Teil selbstständig ein bisschen über das Konzept, die Werke, die Entwicklung der Ausstellung zu überlegen und dann weiter gemeinsam und dann merkt man, dass ein bisschen entwickelt sich das Konzept. Also also die Arbeit im Team finde ich immer wirklich sehr spannend und bereichernd. Ich weiß jetzt nicht, ob du, Bertram, etwas über mich schlecht reden möchtest. Nein, ganz im Gegenteil. Also ich würde das alles unterschreiben, was du gesagt hast und denke auch, das Schöne ist, dass wenn das so ein Ping-Pong gibt und man manchmal Ideen hat und dann im Gegenüber sozusagen filtert sich dann auch so schnell was raus, was nicht funktioniert oder was funktioniert. Also dass, wenn man ein Gegenüber hat, man entwickelt eine Idee, stellt die hin und dann merkt man, wie Alessandra darauf reagiert oder ich reagiere auf ihre Sachen und dann einigen wir uns eigentlich relativ schnell. Ich meine, das ist natürlich nicht mit allen Personen der Fall, das muss irgendwie so funktionieren. Ich glaube, bei uns funktioniert das eben ganz gut, dass wir da irgendwie, ohne immer das Identische zu denken oder das Identische zu wollen, uns dann auf Dinge einigen können. Und deswegen hat der Prozess natürlich auch Spaß gemacht.
weil wir sozusagen auch mit diesem ästhetischen Fokus, den wir jetzt gesetzt haben, dass wir wenig kontextuell gearbeitet haben, auch wenn wir kontextuell gedacht haben, also sozusagen, dass die Präsentation doch sehr konzentriert war, da waren wir uns, da haben wir erstmal an einem Strang gezogen und da konnten wir immer sozusagen die Idee weitertreiben. Gibt es jetzt noch weitere Fragen? Da gibt es eine Frage von Christoph Linsbach, bitteschön. Ja, vielen Dank. Zunächst mal herzlichen Dank an die Veranstalter, Ingo und Boris, für dieses doch tolle Format. Ich finde, das ist ein schönes Geschenk an die Zuschauer. Bin ein bisschen verwundert, warum so viele ihren Bildschirm nicht geöffnet haben. Hätte mir mehr Gesichter gewünscht. Aber ich glaube, so ist das. Das hätte die Veranstaltung verdient. Kompliment an alle. Vielen Dank dafür. Ja, Andreas Krogisch wollen wir nicht vergessen, Christoph. Ja, Entschuldigung, das müssen wir sagen, denn ohne diese Art technischen Umsetzung hätten wir im Grunde genommen an sich eigentlich nur mit Mockups arbeiten können. Danke für die Ergänzung, Ingo. Und ich glaube, dass alle am Ende, wenn wir sozusagen aus dem Programm herausgehen, werden alle nochmal sich zeigen. Ich glaube, sie hatten jetzt alle Zeit genug, sich nochmal im Spiegel zu betrachten, um sich hübsch zu machen. Ja, sehr gut. In der Sache fand ich natürlich die zweite Präsentation sehr nah an dem Werk der Valentina. Kulturhistorisch ausgesprochen spannend, was die beiden hier berichtet haben. Ich glaube, man muss diese Aufzeichnung sich noch ein-, zweimal anschauen. Jedenfalls muss ich das, um sozusagen alles nachzuvollziehen, was an Informationen gegeben wurde. Deshalb möchte ich eigentlich nur zu der ersten noch mal etwas anmerken, von dem, was ich von Matthew Scholl gesehen habe. Das Wenige, was ich über Mandeville weiß, ist, dass er ja selbst jemand war. Man kennt ja nicht genau, wer er war, der sehr stark auf die unterschiedlichsten Vorlagen zurückgegriffen hat in seinen Erzählungen, in seinen Reiseberichten. Flavius Josephus, Alexander Saga, Arthurs Saga, also da steckt unheimlich vieles drin und sehr, sehr viele Motive, wie zum Beispiel auch Wundertiere und Ähnliches, was in der Kunst der Valentina ja vorkommt. Und ich glaube, es wäre für den Betrachter einer solchen Ausstellung wichtiger, dass man nicht nur den tollen atmosphärischen Rahmen, den Matthew hier setzt, durch die Aufnahmen, die er relativ hoch an den Wänden platziert hat, erkennt, sondern vielleicht auch noch den ein oder anderen Bezug in den Motiven, auf die zurückgegriffen wird in dieser Reiseerzählung zu den Werken der Valentina herstellen kann. Das ist etwas, was doch schon sehr, sehr anspruchsvoll ist. Das ist mir aufgefallen, aber natürlich hat mir auch das, was Matthew Scholl hier uns präsentiert hat, sehr gut gefallen. Ich fand diesen Hintergrund einfach ganz toll. Vielen Dank dafür. Ja. Boris, du hast dich auch gemeldet. Du bist jetzt leider nicht zu hören. Vielleicht solltest du dich entmuten. Ich bin entstummt. Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben. Es war am Anfang ja die Idee, den Kuratoren wirklich so eine Carte Blanche zu geben. Dass wir gesagt haben, denkt nicht an ein Budget, denkt nicht daran, dass die schwarze Farbe wieder viermal überstrichen werden muss. Macht einfach mal, um eine Idealsituation zu kriegen, dass sie sich mal austoben können, auch ohne jetzt an die Wünsche der Künstler denken zu müssen. Und das ist wunderbar gelungen. Ich bin sehr happy über beide Entwürfe. Ich bin begeistert von der Visualisierung, die Andreas da gemacht hat. Ja. Und ich fand das Feedback, was Valentina gegeben hat, nochmal so genau und auf den Punkt. Ja, wir hätten gerne noch die zweiten Seiten hören können. Und die interessante Frage natürlich jetzt ist an dich, Ingo, als Hausherr, du den Ort kennst und du kennst die Arbeit von Valentina. Wenn du jetzt ein Konzept machen würdest, wo würde das sitzen? Da werde ich natürlich jetzt live überrascht, da jetzt ein entsprechendes Statement abzugeben. Ich glaube,
um mich jetzt einmal aus dieser Situation so heraus zu manövrieren, würde ich wahrscheinlich den Mittelweg gehen. Also ich finde die Präsentation der verschiedensten Objekte innerhalb des Raumes, an sich eigentlich auch die Höhen als solches in den Raum hinein zu setzen. Ich würde nicht durchgängig halt einfach schwarz machen, aber diese Idee der Kamera Austria und natürlich irgendwie auch der Idee der magischen Erscheinung, der ist natürlich irgendwie schon auch sehr, sehr, sehr treffend. Natürlich würde ich mir auf der anderen Seite die Frage irgendwie stellen, weil Bertram es einmal an einem Satz irgendwie auch gesagt hat, die bildkundigen Betrachtenden. Das ist natürlich immer letztendlich so eine starke irgendwie Herausforderung, wo man das Gefühl hat, als Kurator muss man jedes Mal, wenn man eine Ausstellung macht, nicht wie letztendlich so in der Hochschule, indem man sukzessive oder konsekutiv halt einfach sich in gewisser Weise aufbaut und an sich eigentlich auch Betrachtende heranzieht, die dann am Ende sogar bildkundig sind. Nein, man hat immer das Gefühl, man muss einfach, man muss alles neu erfinden, man muss jeden Einzelnen immer irgendwo da heranführen. Das heißt also, natürlich würde sich bei mir halt einfach die Frage irgendwie stellen, wie kann ich letztendlich natürlich den Diskurs zwischen der Künstlerin, dem Publikum und der Kuratorin so weit irgendwie herstellen, dass er auch irgendwie vermittelbar ist. Aber da gibt es natürlich bestimmte Wege, die man natürlich jetzt hier irgendwie auch nicht diskutieren kann. Also es müssen unterschiedlichste Fragen irgendwie noch beachtet werden. Und du hast natürlich vollkommen recht, du hast es mir ja ganz kurz im Chat nochmal geschrieben. Es geht natürlich nicht darum, jetzt irgendwie zu fragen, ist das machbar oder ist das nicht machbar, sondern das habe ich ja auch betont, es geht darum, halt einfach durch das Werk in gewisser Weise inspiriert zu werden und zu sagen, wir haben alle Möglichkeiten irgendwie zur Verfügung. Aber ich wollte noch mal ein wenig auf die Realität hinweisen, nicht, dass ein falscher Eindruck irgendwie entsteht und man sagt, na ja, also wenn die Leute jetzt sehen, bei der DFA in der Exhibition Challenge funktioniert das. Wieso funktioniert das jetzt im Grunde genommen nicht im Realen? Aber diese Frage jetzt so im ganz Konkreten, wie du sie mir gestellt hast, die kann ich jetzt, glaube ich, halt einfach auch nicht wirklich so präzise beantworten, wie es Matthew, wie es Alexandra und wie es Bertram gemacht haben. Ich würde gerne, wenn jetzt eigentlich letztendlich gar keine Fragen mehr irgendwie da sind, die Einzelnen vielleicht einfach nur noch mal bitten, nämlich Matthew, Alexandra, Bertram und Valentina, sie hat es ja kurz schon erwähnt, wir können uns ja im Grunde genommen halt einfach auch ein Bild machen, wenn wir in diese wunderschöne Stadt Erfurt reisen und nicht nur den Dom oder die Krämerbrücke, sondern eben halt auch das wunderbare Programm, kulturelle Programm dort anschauen. Vielleicht tust du das am Ende, aber Matthew, was steht bei dir an auf deinem Programm? Wohin müssen wir demnächst reisen? Und dann vielleicht Alexandra und Bertram in der Staatsgalerie und dann eben halt Valentina. Werbung. Also ich will die Valentina in der Pathologie-Museum in der Queen Mary University einladen. Ich denk, da gibt es für sie unwahrscheinlich riesige neue Quellen, über denen sie neue Arbeiten, Werke machen kann. Ich allerdings würde sehr gern wieder mal nach Erfurt gehen. Ich bin bestimmt seit 15 Jahren nicht dort gewesen, aber sehr gern würde ich auch wieder Stuttgart besuchen. Was da zeigst habe ich sogar Deutsch gelernt. Zeigst du gerade was in London oder ist etwas ganz Aktuelles, worauf du gerne hinweisen möchtest? Ja, heute Abend eröffnet sich die sogenannten Center for British Photography, aber die in der Photographers Gallery ist gerade
Chris Klipp, das eigentlich jeder kennt, aber es ist wirklich eine sehr beglückte Ausstellung. Es ist einiges, es ist immer einiges los in unserem Stadt, der so groß ist wie ein normales Land. Okay, vielen Dank, Matthew. Ja. Was sehen wir in der Staatsgalerie? Alexander? Ich sag mal, was aktuell noch läuft, das ist nämlich nur noch bis zum 5. Februar, also noch gut 10 Tage. Das ist meine Ausstellung Hyper Image, Sammlung Rolf H. Kraus. Also Fotokonzeptualismus hauptsächlich der 70er Jahre in 5 Räumen und es gibt leider keinen Katalog, also man muss kommen und sich's anschauen und wie immer ist es auch so, dass es natürlich raumbezogen ist und deswegen ich glaube, es funktioniert ganz gut und ich würde mich freuen, wenn der eine oder die andere es noch schaffen würde. Und Alessandra hat natürlich auch noch was anzukündigen. Ich glaube, du musst dich auch entmuten, Alexandra. Sorry. Sorry. Ja, ich arbeite gerade an einer Einzelausstellung von Cindy Sherman und das wird am 20. April eröffnen. Es ist eine Ausstellung, das für das erste Mal das Thema Mode oder Fashion in Cindy Shermans Arbeit beleuchtet, das bisher nur marginal quasi betrachtet wurde. Sie hat sich in den letzten 50 Jahren wirklich ständig mit Mode auseinandergesetzt. Und deswegen wird eine spannende Betrachtung ihrer Arbeit. Und das wird am 20. April eröffnen. Und dann wird nach Hamburg tatsächlich. Genau, es kommt mit den Deichtorhallen Sammlung Falkenberg ab Oktober. Und danach im FOMU, im Fotomuseum in Antwerpen. Und ich freue mich sehr. Also ich bin gespannt selbst. Valentina, deine Ausstellung, Lost Paradise. Ja, Paradise Lost, andersrum. das ist jetzt die nächste Ausstellung. Die Eröffnung ist in genau einem Monat, am 25. Februar. Hier habe ich vorhin auch die ganz frisch gedruckte die Einladungskarte gezeigt mit dem Rosa, die auch Matthew verwendet hat. Und zeig sie mal etwas direkter in die Kamera, damit wir sie richtig sehen können, etwas näher sozusagen. Ja, das ist jetzt fast ein bisschen zu nah. Und hier sind die Daten, die Vernissage ist am 25. Februar. Ich würde mich natürlich sehr hier nochmal von drinnen sehr, sehr freuen, falls jemanden von euch für die Vernissage schafft, weil ich bin da auch dabei und man kann sich auch live nicht nur im Digital kennenlernen. Und die Ausstellung wird dort 3 Monate sein, bis 21. Mai. Und das wird in der Galerie Weizspeicher, also genau in der Altstadt sein, die zur Kunstmuseum Erfurt gehört. Und genau, das ist jetzt die größte Vorbereitung für diese Solo-Ausstellung. Dann kommt im April gleich am 22. eine Gruppe-Ausstellung. Entschuldigung, Gruppenausstellung in einer sehr interessanten Galerie in Frankfurt am Main. Die Galerie heißt Lachemann Art und das wird eine spannende weibliche Ausstellung, wo nur weibliche Positionen gezeigt werden. Und von mir sind auch besondere viele Werke, auch wenn eine Gruppenausstellung ist, ist trotzdem sehr viel zu sehen und das wird bis 24. Juni sein. Und genau, im Sommer kann man auch meine Werke in der Galerie Johanna Brede Fotokunst in Berlin sehen. Da stelle ich sehr oft im Jahr, ist meine Berliner Galeristin sozusagen. Und genau, und da ist von Juni bis September eine Sommerausstellung geplant in der Galerie. Und eine letzte, quasi institutionelle Termin ist eine institutionelle Ausstellung im Kunst- und Kulturzentrum der Stadtregion Aachen in Monschau
Und die Ausstellung wird Magie der Stille heißen und wird von der Galerie Johanna Brede kuratieren innerhalb eines Fotofestivals, die von 13. August bis 10. September stattfinden wird. Also quasi Galerien und institutionelle Termine, aber genau, es ist viel und ich hoffe sehr, euch irgendwann zu sehen persönlich. Valentina hat es eigentlich ganz schön irgendwie vorgemacht. Also Kunst machen ist die eine Sache, aber letztendlich Kunst irgendwie auch, die eigene Kunst zu managen, ist natürlich auch nochmal ein ganz eigener Job, über den man sicherlich auch noch reden könnte. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich tue etwas, was Boris eigentlich immer gerne tut, nämlich nochmal auch auf den Chat irgendwie zu schauen und vielleicht etwas, was Ute Behrendt sicherlich hätte auch selbst natürlich live sagen können, hat sie jetzt irgendwie in den Chat hineingeschrieben. Vielen Dank für das tolle Format. Man konnte die Blicke der Kuratorinnen auf den Wänden fühlen. Die mutige Entscheidung für diese Farbe rosa und die Entscheidung für keine Farbe, das heißt aber schwarz anstatt weiß, großartig. Ich glaube, das ist ein wirklich sehr, sehr schöner Abschlusssatz. Ich bedanke mich bei Valentina Morabito, dass sie vielen Dank für die Erfahrung. Für diese, ja, uns auch diese Erfahrung ermöglicht hat. Matthew Scholl, Bertram Kaschek und Alexandra Napo, herzlichen Dank für wirklich diese beeindruckende und auch so wirklich umgesetzte Arbeit. Für mich selbst irgendwie als Hausherr vom Foxy ist das jetzt auch nochmal irgendwie eine Inspiration. Ich nehme das auch gerne eben halt einfach mit. Boris, für die Idee, es hat wirklich funktioniert, die sogenannte Exhibition Challenge. Ich war am Anfang etwas unsicher und natürlich nochmal an Andreas Trogisch. Ich glaube, erst mit der Zusage, dass das möglich ist im Netz, ja, haben wir es einfach realisiert, die DFA, aber auch, glaube ich, das gesamte Publikum dankt dir wirklich herzlich. Ich wünsche an sich eigentlich einen netten Abend noch und gebe an Boris zurück, der sicherlich jetzt vielleicht auch noch einen Programmhinweis in gewisser Weise loswerden will. Kann ich machen. Nächste Woche am 31. gibt es wieder den Reverse Portfolio Walk mit Eckhard Bartnick und Hans-Christian Schink, moderiert von unserem Mitglied Thekla Ehling. Und ja, ihr findet die Links auf der Webpage, in Social Media und man kann sich hier treffen oder dann in der Aufzeichnung. Und ich bedanke mich für diesen Abend, stoppe diese Aufzeichnung und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.